Aber egal. Okay, guck mal, Strom hat's. Macht es jetzt auch die Coffee Beans? Nein. Ah, guck mal, das plant jetzt aber. Anscheinend. Ja, sogar hier, lol. Aber gut, den brauche ich ja nicht machen hier. 3x3, ach, das hängt. Ach, lol, es hängt einen zu weit hier. Ja, dann bringt das natürlich auch nichts, ne? Dann brauche ich mich auch nicht wundern. So, da muss es nämlich hängen. Und das kriegt mal den Strom jetzt von hier dann. Das eine Kabel nehme ich wieder mit. So, Strom hat es. Dann soll das jetzt hier überall das pflanzen. So. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt macht es das hier natürlich trotzdem immer noch. Obwohl es das eigentlich gar nicht braucht. So, machen wir mal so. Zu. Jetzt kannst du noch da harvesten. Da planten. Und das machen wir auch wieder zu. Weil eigentlich. Ja doch, ich muss da zwischendurch nochmal drunter. Oh, ja, hier war ja noch Wasser. Stimmt ja. So. Guck mal, dann kann ich von hier aus direkt da dran und immer Samen nachlegen. Ist doch geil. Was heißt denn hier Consume Stack? Das würde ich ja gerne mal wissen. Was das heißt. Aber ich gehe jetzt mal rein und hole ein bisschen. Gibt es da nicht auch noch einen. Wie heißt denn? Ein Fertilizer? Es gibt sogar einen Fertilizer. Geil, den baue ich mir auch noch. Ich habe ja genug Redstone-Coils und Machine-Frames habe ich ja. Was brauchte ich dafür noch? Plastik-Sheets. Eine Glasflasche. So, eine Glasflasche war ja so, ne? Da habe ich schon mal drei Stück. Das. Ach ne, die kommt wieder hier hin. Das kommt wieder dahin. Die Glasflasche kommt hier hin. Die Plastik-Sheets, habe ich die wieder weggeräumt? Ja. Die Plastik-Sheets, die kommen da oben hin. Die lasse ich jetzt hier. Leder. Mäh. Ja, sorry, Leute. Muss ich wohl jetzt da oben so eine Kuh kaputt, ne? Hauen, quasi. Da mache ich mal mit meinem Peridot Sword. Damit er auch schön schwarz da drauf aussieht, das Blut. So, mal ein paar Schlachten hier. Wird eh zu voll hier drin. Jetzt bin ich keine Fledermaus mehr, ne? Ne. Bin ich nur noch eine Kuh. Ja, und da oben, da entsteht noch eine Obsidian-Farm. Wie die im Einzelnen funktioniert, erkläre ich euch mal in dem Tutorial. Da zeige ich euch dann mal, wie das geht. Direkt so eine 4 Seiten Obsidian-Farm. Und hier brauche ich jetzt noch, was war das jetzt? Silberbarren. Dann habe ich es doch schon wieder. Das kann alles hier rein. Das auch. Wolle packe ich auch mal da rein. So, Silberbarren, Shiny Ingot. Was kann man denn damit machen? Upgrade Platinum. Geil. Shiny Ingots habe ich 5 Stück. Kann ich damit noch machen? Shiny Block. Ja, ist ja cool. In Radius Increased 10. Dann ist das nochmal 10, auf 10 Block größer, das Feld. Das ist ja geil. Und ich könnte natürlich auch noch versuchen, man kann nämlich, glaube ich, irgendwie aus Sewage. Sewage. Daraus kann man nämlich auch. Oh. Usage. Was kann man machen? Was hat denn hier? Usage. Ma, ich drücke da die ganze Zeit da unten, ich Idiot. Usage. Was kann man daraus machen? Needle Gun Ammo. Will ich aber doch gar nicht. Sewage. Aber damit kann man doch diesen Fertilizer, glaube ich, betreiben, ne? Aber gut, egal. Ich wollte Silber haben. Silber? Habe ich kein Silber? Ach, ich wollte schon sagen, ey. So. Silber. Damit habe ich jetzt auch den Fertilizer. Fliegen wir mal wieder raus. Ich könnte mir eigentlich immer hier oben das kleinste Feld freilassen. Kommt eh keiner rein und ich kann aber rein und raus. Aber ich merke gerade, hier ist ein Hirnfick drin, weil der muss nämlich hier stehen. Und der hat gar keinen Strom. Hahaha. Das ist ja witzig. So, gehen wir mal hier runter. Komme ich damit hin mit dem Strom? 1, 2, 3, 4. Oh, gut. Energy, Work Idle. Er macht ja nichts. Ach, guck mal, Fertilizen kann der auch direkt mit. Lololololol. Okay, wie kriege ich den jetzt. Ach nee, das ist. Ich, lol, ich habe gerade den Fertilizer hier platziert. Aber ich kann ihn ja eigentlich auch da lassen. Weil dann kann ich den Harvester nämlich hier platzieren. So. Platzieren wir den mal hier. Und hier ist es ja auch nicht mehr besonders weit bis zum Stromkabel. Und dann mache ich mir einfach jetzt drin schnell noch welche. Gehe ich mal eben Schafe rasieren. So. Die sind ja alle wieder gut in der Wolle, nicht? Ja, sind sie auch.
Ich rasiere jetzt erstmal alle von hier oben und dann fliege ich später da unten durch. Durch die Beine und hol mir die. So, todesmutig die Fledermaus. Die fliegt hier so weit von vorsichtig durch. Und nur weil du hier draußen bist, brauchst du jetzt gar nicht denken, du entkommst mir. Ja? So, zack, weg bist du. So schnell bist du abgeerntet. Und glatzscharf. Heißt das dann auch so? Glatzscharf? Wahrscheinlich nicht, ne? Aluminiumbarren. Aluminium, da haben wir es doch. Jetzt nehme ich auch nochmal hier die andere Wolle. So. Du kannst weg. Aluminiumbarren. So. Black Wool, Grey Wool. Ach, guck mal, habe ich. Light Grey Wool habe ich hier noch. So. Okay, da jetzt geht nichts mehr. Aber jetzt habe ich 30 Stück. Das muss reichen. Die restliche Wolle lassen wir hier. Ich mache das jetzt hier wirklich in jedem Fenster, weil dann kann ich hier easy going raus. Immer. Das ist doch voll perfekt, Mann. So. Hier wollte ich ein Kabel hinlegen, ne? Du hast ja wohl nicht alle hier, oder was? Bist du doof? Oh, jetzt werde ich hier zu den ganzen Viechern, ey. So, das ist der Fertilizer. Der hat aber nichts zu. Der hat zwar Strom, aber nichts zu tun. So, hier noch ein Kabel drauf. Der hat jetzt Strom. Sheer Leaves. No. Small Shrooms. No. Okay, wenn ich jetzt. Ich habe doch gerade da drin gesehen. Ich hatte doch hier irgendwo noch Knochenmehl. War das hier? Knochenmehl? 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 Hier war Knochenmehl drin. Da. Das kann ich ja eigentlich mal da rein tun. Und dann müsste das ja volle Lutsche abgehen, ne? So. Die Steaks lasse ich auch mal schnell braten. Die Raw Muttons auch. Und die anderen Muttons, die kloppe ich mir mal eben rein. Weil so viel zu fressen habe ich ja hier auch nicht, ne? So. Wenn ich dem jetzt Fertilizer gebe, ne? Dem hier. Kann jetzt etwa nur mit... Oh, 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 oh. Ne, da habe ich kein Interesse dran. Oh. Ich habe schon gedacht, der platzt jetzt da, ey. Ja, der hat irgendwie meine ganzen Kreaturen zurückgesetzt und deshalb verwandle ich mich jetzt jedes Mal, wenn ich einen töte wieder, ne? So ist das halt hier in dieser Welt. so, das mache ich mal. Ach nee, das ist ja mein Wartungstunnel hier. Den soll ich mal noch ein bisschen offen lassen. Aber wieso kann der das denn nicht fertilizen? Wie mache ich den normalen Fertilizer? So, Fertilizer. Industrial Fertilizer. Aus so viel Kram? Soll das denn? Gibt's da wohl nicht. Oder den Tropicraft Fertilizer. Den mache ich aus Magic Mushrooms und Croton. Ich werde mir jetzt einfach mal den hier geben. Hier so einen, um auszuprobieren, ob das damit geht überhaupt. Weil ich würde schon gerne wissen, mit welchem Zeug. Okay, damit operiert er dann. Gut, diesen Fertilizer, den kann man noch. Weißt du, Bone Meal. Da brauche ich, wo soll ich denn so viel Bone Meal herkriegen? Da muss ich ja eine riesige Monsterfarm hier bauen. Aber das könnte ich eigentlich ja machen auch, ne? Oder? Könnte ich ja eigentlich mal machen. Aber, das ist ja blöd, warum, weil dass er das nicht nimmt. Jetzt muss ich echt hier das alles zusammenfügen immer? Kann ja wohl nicht sein, ne? Also, das ist ja jetzt Unsinn alles, ne? Aber ich probiere da trotzdem mal aus, ob sich das lohnt. So, davon brauche ich was. Vor allem so Schnüre da drin und noch einen Holzstock und so ein Kram, ey. So, Holzstock. Ach ne, das ist nur Fertilized Soil. So, 48 habe ich jetzt. Gut, so viel ist das ja eigentlich nicht. Also, wenn man eine Mob-Farm hat zumindest, ne? So, jetzt habe ich den Fertilizer. Den schmeiße ich jetzt mal da rein. Oh. Boah, wenn das nicht knapp war, Alter, ey. So, das war schon sehr knapp, fand ich. So, der Harvester. Warum arbeitet er nicht? Ist der voll oder was? Ach so, hier hinten kommt wahrscheinlich dann wiederum das Gut raus, was ich da gesammelt habe. Das Sammelgut kommt da raus. Und dann werde ich wohl noch eine Kiste brauchen, ne? Habe ich noch eine Kiste? Hier habe ich noch eine Kiste drin, ne? Keine Kiste mehr? Ich muss da irgendwo eine Kiste haben. Hier sind doch noch Kisten, ey. Ich wollte gerade sagen, konnte ja nicht sein. Okay.
So, dann mach hier raus. Das hier weggeschlagen. Das war schnell. Jetzt muss ich aber schnell in die Kiste hinmachen, bevor hier das so voll abgeht. Jetzt hat er wahrscheinlich keinen Fertilizer mehr, ne? Ja, war klar. Krass, ey. Das ist aber echt krass. Gibt's hier bei dem Project Table eigentlich? Project Table. Das sieht schlecht aus. Nein, leider nicht. Da muss ich wohl das so von Hand mischen, das Zeug hier die ganze Zeit, den Fertilizer. Fertilizer. Aber vielleicht geht es dann mit dem Tropicraft-Zeug auch. Aber das kriege ich natürlich auch nicht so schnell. Ist ja jetzt auch Quatsch, ne? So, 32, 32. Brauche ich dafür jetzt noch? Sticks, mache ich mal welche einfach. So, die habe ich ja noch. Sticks hier, Sotale, haben wir schon mal wieder 11 Sticks. Die schmeiße ich mal noch dabei. Dann brauche ich noch Schnüre. Kann man eigentlich diesen String nicht irgendwie herstellen hier? String. String aus Cotton. Cotton Seeds könnte ich mir ja machen. Dass der das die ganze Zeit herstellt irgendwo. Ich könnte ja mal gucken, ob ich mal, dass ich mal rumfliege und jetzt ein paar Seeds sammle. Das wäre doch mal eine gute Idee. Wenn ich mir hier schon so einen schönen Garten anlegen will, hier draußen, dann brauche ich ja auch noch ein paar Seeds, ne? Ich habe ja jetzt nicht so unbedingt viel. So, das machen wir mal wieder vernünftig hier, damit das nicht so brach aussieht, ne? Und einer denkt, er könnte sich hier bedienen. Hier das Sugarcane kann ich auch noch sammeln, weil ich muss ja auch noch Bücher herstellen für meinen Verzauberungstisch. So, damit ich mal ein bisschen leistungsfähigere Tools habe. Sotale, du kannst auch alles weg. Jetzt könnte ich ja eigentlich hier noch ein paar hinsetzen, ne? So. Ah, die legt er aber automatisch nach. Weil letztes Mal hat er mir auch nicht automatisch nachgelegt. Da war wahrscheinlich irgendwie schon ein Fehler, der irgendwo bei mir im System war. Und dann hat er gedacht, ach komm, jetzt. Wenn er doch gerade so schön aufnehmen will, machen wir das doch jetzt. die könnte ich auch noch abbauen. So, habe ich ja immer gut bei dem Wachstum hier von dem Zeug. Sieht aber auch ganz nett aus, finde ich. Oh, guck mal, hi. Schnipp. Würde mir ja stinken, wenn ich auf einmal nackt wäre. So, hierfür brauche ich natürlich dann noch ein bisschen Fertilizer, ne? Das ist echt schade. Samen kann ich auch wieder hier reintun. Und ich könnte ja schon mal gucken, dass ich hier drin noch ein paar Kartoffeln raushole und dass der dann schon mal drei verschiedene Sachen erntet da und anbaut. Nämlich Kartoffeln, Tomaten, ne, und hier, Möhren und Weizen und einfach alles, ne. Okay. So, Kartoffeln nehmen wir mal, Tomaten nehmen wir auch mal mit. Oh, ich habe gerade wieder so ein Aufstoßen. Tut mir leid, Freunde, ich habe nämlich vorhin wieder Paprika gefressen und davon kriege ich das immer, das ist super nervig. So, jetzt kurz hier runter, den neu konfigurieren, das alles raus, so. Tomato Seeds, die schmeißen wir mal mit rein. Und Kartoffeln, die schmeißen wir auch mal mit hier rein. Und die giftigen Kartoffeln natürlich nicht, ne, das wollen wir ja nicht. So, Bone Meal hatte ich da drin noch, aber keine Strings, ne. So, das Knochenmehl könnte ich eigentlich auch noch mal hier reinlegen. Fertilizer. So, das Knochenmehl hier oben und unten rein. Haben wir davon auch noch mal ein bisschen was. Und Knochenmehl kann ich ja auch noch in der Hölle holen. Da sind ja immer diese Knochen, diese Knochenbäume. Da kriege ich ja auch erstmal relativ viel her. Was wollte ich machen? Genau, String. Damit hatte ich mich beschäftigt. String, Bowstring, Cotton Seeds. Und dafür wollte ich jetzt genau Samen sammeln gehen. Das mache ich mit dem River Cane hier, damit ich meine guten Werkzeuge nicht abnutze. Hoffentlich kriege ich jetzt hier nicht nur die ganze Zeit Kaffeebohnen. Das wäre nicht so ganz in meinem Interesse, denn ich brauche Cotton Seeds. Aber irgendwo hatte ich doch sowas reingetan, oder? Reis, okay. Ich kloppe einfach alles weg. So, da finde ich bestimmt auch noch... Was machst du denn hier? Hä, hier so ein Minion auf einmal? Das könnte noch Cotton Seeds sein, oder? Ne, Belladonna. Snowbell Seeds.
Nee, die brauche ich alle nicht. Also. Ich brauche Cotton Seeds, Mandrake Seeds, Tomato Seeds, Strawberry Seeds. Freunde, Cotton. Ich brauche Cotton. Ich könnte kotzen, ich habe kein Cotton. So, wo haben wir es denn hier? Komm, gib mir noch jetzt ein bisschen Cotton Seeds. Oder krieg ich die nur von einer Cottonpflanze schon? Das sind doch welche. Cotton Seeds. Sehr fein. Okay, so. Hier steht auch noch einer rum oder ist das der gleiche wieder? Aber einmal Cotton Seeds habe ich, das sollte mir erstmal reichen. Was für ein Komplexer schon, mit einer Rakete drauf, meine Fresse, ey. Ich schon alles gebaut habe hier. So, Cotton Seeds, die leg ich dem Teil auch mal rein. Nee, die nicht. Die noch. Snowbell Seeds brauche ich nicht. Belladonna Strawberry Seeds könnte ich natürlich auch mal noch hier einen reintun, ne? Tomato Seeds, die packen wir mit hierzu. Und dann versuchen wir doch mal, was jetzt passiert. Ich kann das ja von Hand düngen hier immer noch. So, drei. Wo hatte ich das jetzt? Ist auch scheißegal, wo ich das hingetan hatte. So. Und er legt da jetzt nichts Neues hin. Die Strawberry Seeds kann er anscheinend nicht planten. Dann soll er da doch Kartoffeln machen. Kann er die? Kartoffeln gehen, ne? Wieso denn Crops? Ach so, wahrscheinlich, weil ich das Ding hier falsch eingestellt habe, ne? Ich mache jetzt einmal alles leer hier. Und dann gehe ich nochmal Bone Meal holen von hier drin. Oh. So, Knochenmehl habe ich ja hier noch drauf rumliegen. Zotale, unten in der Leiste, damit ich es gleich direkt im Zugriff habe. Und dann werde ich halt nochmal einmal alles hier so bis zum vollständigen Wachstum bringen. Jetzt mache ich da mal nur Kartoffeln rein. Und wieso kommen jetzt schon wieder Crops? So. Nimmt der etwa immer nur das, was zuerst davor liegt, oder was? Okay. So, jetzt probieren wir doch das Ganze mal mit Kartoffeln aus. Ah, die pflanzt er jetzt aber zumindest auch. Aber überall hin, okay. Also muss ich mehrere Dinger für mehrere... Alles klar, alles klar. Okay, ja, dann machen wir das einfach so. Was ist jetzt hier schon Schönes drin? Auch wieder. Dann bauen wir doch mal noch so einen Fertilizer. Ich baue noch mal drei, vier Stück, damit ich alle verschiedene Gemüsesorten hier auch richtig schön anbauen kann. Richtig sexy, ne? So, ich brauche dafür aber noch ein Machine Casing. Und dafür habe ich leider das passende Gold nicht mehr. So, das kann auch noch zu mir. Schmeißen wir einfach mal hier hin. Und ich brauche irgendwo eine Naturkiste. Und ich glaube, die Naturkiste, die mache ich hier hin. Und das gekochte Essen kommt trotzdem darüber. So, Samen, obwohl, nee, ich hab doch Samen. Ich bin auch blöd, weißt du? Ich habe hier doch Samen in meinem kleinen, bescheidenen Dingen drin hier, ne? Hier, guck mal, da habe ich doch alles Mögliche an Naturzeug. Das schmeiße ich erstmal alles hier rein. Das auch, das auch. Den Rest sortieren wir mal und dann kommen wir doch schon ein ganzes Stück weiter hier. Was wollte ich denn jetzt bauen? Ich wollte bauen, ne? Irgendwann wollte ich doch bauen. Habe ich hier noch die kaputten... Da, guck mal. Ich kann ja nochmal gucken, ob was da noch für ein Ancient Sword rauskommt. Vielleicht kommt da ja was anderes raus. Habe ich das jetzt gar nicht aufgehoben? Ach doch, da ist es. Es ist mir gerade kurz durch den Lappen gegangen. So. Das wollen wir in der Mitte. Dann brauchten wir für dieses Ding noch Stahlbarren. Ist hier noch Stahl? Stahlbarren. Hier ist bestimmt auch noch Stahl drin, ne? Nee, kein Stahl drin. Krass. So. Machen wir doch nochmal direkt drei Stück. Vier brauchen wir gleich. Die lassen wir auch da. Guck mal, da haben wir sechs auf jeder Seite. So, dann brauche ich nochmal den Harvester. Da waren, glaube ich, zwei Scheren drin. Genau, wollte ich gerade sagen. Zwei Scheren, die mache ich nochmal. Obwohl, wir machen erstmal zwei. Aber eigentlich will ich ja... Ne, mehr haben noch. Ne, will ich ja vier haben insgesamt. Obwohl, mal Quatsch, ich brauche doch zwei Scheren pro. Dann kann ich doch schon mal direkt vier Stück machen, eigentlich. So. Die noch. Ach so, die kann ich gar nicht dazulegen. Na toll, ey. So, nochmal Gold hier oben hin. Und da oben die scheiß Inva-Axt. Nee, ey.
Ah, gut, Ingwer habe ich noch genug. Ich habe schon gedacht, jetzt hätte ich wieder Ingwer mischen müssen, weil dann hätte ich keinen Bock mehr gehabt. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zwei Ingwer-Äxte. So, eine Ingwer-Axt, zwei Scheren. Und schon haben wir die zwei Harvester. Die kann man aber übereinander stapeln. Komisch, ne? Dann brauchen wir noch den Planter zweimal. Dazu brauche ich aber Töpfe. Und dazu brauche ich hier nochmal einen Topf, habe ich schon. Dann kann ich hier nochmal welche braten lassen eben. Hier auch noch einen rein, geht immer noch schneller. Hier zu dieser Werkbank. Zack, zack. Hallo. So, einen Topf haben wir doch schon mal. Kann ich schon mal wieder hier oben bei tun. Jetzt brauchen wir ja noch Kupferbarren. Kupfer. So. Kupfer. Zack, 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 zack. Was ist jetzt hier außen noch? Ach, Pisten. Das muss ich ja auch noch machen dann wieder. Mann, Mann, Mann. So, das war. Nee, so war das. Holz brauche ich. Habe ich noch ein bisschen Holz? Ja, da habe ich noch mehr als genug Holz. Zwei Pistons, aber das Ganze ja zweimal, also vier Pistons. Redstone, Cobblestone. Jetzt habe ich jetzt bald drin hier die ganzen Rezepte, zumindest die Classic. So, und dann haben wir doch schon mal vier Pistons. Lassen wir da drin liegen. Vier Pistons hier rein. Nur ein Harvester. Was war denn? Was ist denn da los? Ach ja, jetzt muss ich ja noch den Topf machen hier. Brick. Geht natürlich nur am Tisch, wo auch wieder alles voll ist. Und immer hat man danach das Inventar voll. Das ist so nervig, ne? So, und noch ein Topf. Und noch ein Fertilizer. Und noch ein Planter. Geil. Okay, dann kann ich wieder nach draußen gehen. Manche Sachen kann ich hier lassen, weil das brauche ich erstmal nicht. Und ich brauche ja eigentlich dann auch noch einen Fertilizer, ne? Aber ich kann das ja erstmal auch so machen. Sonst muss ich nämlich jetzt wieder noch ein Machine Casing bauen. Aber ich platziere jetzt das erstmal. Ich glaube, damit bin ich auch in dieser Folge dann bedient. So, mit, ne, von der Zeit her, glaube ich, wenn ich das hier alles jetzt nochmal aufbauen muss hier. So, machen wir erstmal wieder ganz normal. 5. In der Mitte soll ja das sein. Oh, toll, jetzt bin ich direkt hier dran. Scheiße. Okay, dann machen wir es halt so. Das hier zu und dann habe ich halt meinen Wartungsgang hier so ein Stück und der wird ja dann gleich wahrscheinlich auch hier wieder runtergehen, wenn ich denn hier einmal das Wasser verteilt habe. Aber das, nee, der Quatsch, das kann weg. So. Aua, 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 aua. Dieses Geräusch auch schon. Bzzz, da hat man schon gar keinen Bock drauf eigentlich irgendwie, ne, oder? Oder? Also ich zumindest nicht, das ist immer furchtbar. So, hier habe ich das. Dahin. Oh, nee, nicht hierhin. Dahin. Hallo? Habe ich das nochmal aufgehoben gerade? So. Dahin. 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 Das Ganze hier. So. Zack. 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 So. Wasser ordentlich verteilt. Jetzt kann ich hier wieder mit meiner Eisenhure durchfahren. Wenn ich sie denn. Habe ich die denn? Habe ich die gerade weggelassen? Oder ist die kaputt gegangen? Egal, mache ich mal eine neue. So, zack, zack. Hier ist kein Eisen drin. Okay, mache ich mir doch noch keine neue hier. Wir haben natürlich Eisen hier gelassen. So, Eisenhoe. Zack, zack. Haben wir doch wieder eine. Hier raus. Ich nehme immer noch die Tür manchmal, weil ich habe es noch nicht verinnerlicht. Merkt ihr? Noch nicht so richtig. Okay, jetzt gehe ich doch mal von hier. So. Wo sind wir hier? Hier bin ich noch mitten im Wasser. Okay. Da muss ich also hier den Harvester drunter packen, ne? Den Planter. So. Aber ich hack mir erstmal hier einen Weg frei noch. So. Oder ist er jetzt noch. Ne, Sekunde mal. Doch, so ist richtig. Hier muss jetzt der Planter rein. Von hier kommt jetzt gleich das Stromkabelchen noch. Das müsste eigentlich irgendwo hier liegen. Irgendwo. Bin ich denn hier? Bin ich irgendwo unter meinem Haus, ne? Hallo? Irgendwo muss doch das Stromkabel kam doch von hier irgendwo. Oh nein. Okay, es wäscht keine Stromkabel weg. Das ist schon mal gut. So, dann muss ich halt hier runter einen noch. So, mach doch zu hier. Soll der Scheiß, ey.
Okay, jetzt habe ich hier, wie hier drüben, auch meinen Wartungstunnel dahin. Ich brauche gleich mal was zu fressen, ey. Sonst kriege ich gleich Schaden. Und das will ich natürlich nicht. Und dann kann ich ja eigentlich von hier direkt die Leitung anzapfen. So. Hopp, dahin. Dann hat das Ding schon mal Strom. Da kann ich dann gleich schon mal die Samen reintun. Nicht? Und ich glaube, ich baue das dann später noch in so ein kleines Haus hier ein, weil das ist mir zu offen. Also, das gefällt mir nicht. Und hier könnte ich doch eigentlich den wegmachen. Das Kabel dahin. Das Kabel weg. Und dann hätte ich hier schön symmetrisch in der Mitte doch den Eingang. So, da mache ich mir auch noch eine Treppe runter dann. Damit man da auch als normalsterblich großer durch kann. Kabel habe ich noch hier. So, das lege ich alles einen tiefer. Damit ich hier quasi einen Block reinmachen kann für die Treppe da runter, ne? So, das kann weg. Ne, du nicht eigentlich. Dich wollte ich da gerne stehen lassen. Aber der kann weg. Und dann kann ich hier unten, ja. Aber hier ist schon Wasser drauf, ne? Ja. Da muss ich hier noch einen tiefer graben, wenn ich den hier als Mensch rein will. So. Und jetzt habe ich Hunger. Oh. Bzz. Da muss ich wohl mal schnell hier rein und was futtern. Zum Glück habe ich ja hier schon was vorbereitet, ne? Da. Oh, Kartoffeln. Oh. So. Ne, noch nicht wegräumen. So, jetzt kann ich sie wieder wegräumen. Das Zuckerrohr packe ich mal kurz zu normalem Crafting-Material. So. Und hier haben wir dann den Eingang zu den Dingern. Okay. Jetzt muss hier noch ein Dirt wieder drauf. So. Nicht? Das muss ich wieder weghacken. Der muss hier in eine Tonne. Der darf da nicht stehen. Und dann machen wir wieder zu. So. Den Harvester, den hatte ich von dieser Seite platziert. So. Und der kriegt Strom von unten, ne? Oder wie war das noch? Ja, der kriegt Strom von unten. Aua. Kann ich dir den Strom von unten geben? Ja, klar, kann ich das. Dafür lege ich mir das aber schon mal bereit hier. So, und schon kann das nicht mehr da reinlaufen. Ne? Okay, der hat jetzt auch Strom. Dann kann ich ja das hier zubauen wieder. So, zack, zack, als ob nie was gewesen wäre. Und jetzt bräuchte er nur noch einen Fertilizer später, der das. Aua, Mann, dieser scheiße Elektrozaun hier, ey. Bräuchte nur noch einen Fertilizer, der das später dann wieder, natürlich, alles düngt, ne? So, einen dritten Platz zum Anbauen kann ich noch hier hin machen. So. Zack, zack. Jetzt mach ich mal eben hier drunter frei. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sotale. Und das mache ich mir auch nochmal frei. Obwohl, nee, das war blöd, das frei zu machen. So, hier kommt wieder der Fertilizer, der Quatsch, der Planter drunter. Den Planter haben wir hier. Planter! So, jetzt gehe ich einfach mal hier rüber. Von hier kriege ich dann nämlich Strom. Und dann kann ich eigentlich auch von hier. Oh, scheiße. Den hätte ich nicht wegmachen dürfen. So. So, und dann kann ich mir hier den Wartungstunnel ja direkt bis da hinten durchziehen. Ist am besten einfach, glaube ich. Oh, die Ding ist kaputt. Was soll der Scheiß, ey? So. Wire brauche ich. Wire, 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 wire. So. Der hat jetzt schon mal. Ja, ich muss erstmal hier raus wieder. So, und was brauche ich jetzt noch? Jetzt brauche ich von oben den Planter, ne? Oh ne, den muss ich verbinden. Sonst wird das hier nichts. Aber den brauche ich nicht. So, den kann ich mir nämlich sparen. Okay, von oben den Harvester noch eben schnell hinknallen. Aua. Aua, aua, aua. So, hier holen wir mal Strom her. Zack, 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 zack. Den Harvester da drauf. So. Dann brauche ich da noch eine Kiste gleich hinter, wo dann alles reingeht. Hier noch einen drauf. Wasser ringsherum, alles durchgepflügt. Und dann haben wir doch auch den dritten schon fast einsatzbereit, bis auf den Fertilizer, den ich dann aber noch später bauen werde. Ja.
Aber Leute, die Folge ist vorbei. Ja, ich habe ja diesmal eine Doppelfolge aufgenommen gehabt. Habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich euch nicht begrüßt habe am Anfang dieser Folge. Tut mir leid, ne? Aber ich verbleibe mal mit freundlichen Grüßen. Euer Dead Sheep. Tschüss.